Die New York Times nannte Antonias Welt einen heiter feministischen Blick auf das Leben, wie es sein könnte. Antonia kehrt heim, Antonia, um von ihrer Mutter Abschied zu nehmen. Im Dorf ihrer Vorfahren begegnet sie alten Freunden und holt sich das Leben und das Lachen vieler Generationen in ihr Haus. Antonia schafft für sich, ihre Tochter und ihre Enkel eine eigene Welt. Träume und Wünsche, Sehnsüchte und Leidenschaften, Freude und Glück, Sünden und Sorgen, Vergangenheit und Zukunft einer ungewöhnlichen Familie vereinigen sich in einer epischen Geschichte über die Liebe, das Leben und seine Schönheit. Eine Perle unter den Filmen dieses Jahres, schrieb der New Yorker über diesen Film, der bereits von Los Angeles bis Zürich Besucherrekorde aufstellte. Er wurde mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film 1996 ausgezeichnet. Antonias Welt, der neue Film von Marlene Chorris.